Mit Blick auf den heutigen Handelstag könnte man vielleicht sagen, Fed minus China, denn erst war China das große Thema, die Aktienmärkte vor allem in Europa nach unten gegangen, aber dann eröffnete die Wall Street und es kam die Fed mit einer Repo-Geldspritze von 48 Milliarden Dollar und irgendwie war dann wieder alles gut. Die US-Indizes, die US-Futures haben ihre Verluste ausgeglichen und kratzen wieder an Allzeithochs und damit herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zum Marktgeflüster. Das Casino wehrt sich also nach wie vor gegen den Eintritt der Realität in dieses Casino, weil man sich auf den real existierenden Monetarismus verlässt weiterhin und der liefert ja auch in Gestalt der Fed. Schauen wir uns mal an, was da heute passiert ist oder in den letzten Tagen passiert ist. Hier sehen wir die verschiedenen Injections, die verschiedenen Geldspritzen in den Repo-Markt durch die Fed. Gestern waren es 40, heute waren es 48 Milliarden Dollar. Das sind schon Summen, die an den vermeintlichen Handelsdeal zwischen den USA und China rankommen für das Jahr 2020, was also die Chinesen kaufen sollen. Aber es gibt Fed-Mitglieder wie Neil Kashkari, der wirklich ernsthaft sagt, nein, nein, das hat mit den Aktienmärkten nichts zu tun. Das ist nicht der Grund, dass die Aktienmärkte steigen. Wer es glaubt, wird selig. Neil Kashkari möchte vielleicht Nachfolger von Powell werden. Kashkari ist der größte Anhänger dovischer Theorien, der sagt, wir müssen die Zinsen auf Null senken, dann wird alles noch besser. Was ist denn eigentlich los in China? Da haben wir zunächst mal ja diese krasse Zahl gesehen heute Nacht, nur aus der Provinz Hubei, aus anderen Teilen Chinas, sind angeblich die Zahlen der Neuinfizierungen nicht gestiegen, aber in Hubei, in dieser Provinz, hat man andere Erfassungsmethoden offenkundig jetzt eingeführt, während im Rest Chinas die alten Erfassungsmethoden oder sagen wir mal die etwas fragwürdigen Erfassungsmethoden der Fall sind. Jetzt sagte selbst die Trump-Administration, wir denken, dass die Zahlen aus China mindestens um 100.000 Infizierte zu gering ausfallen, also auch Trump glaubt nicht wirklich daran, dass die Geschichte hier so richtig ist mit den Zahlen. Es gibt verschiedene Theorien, warum plötzlich in Hubei, in Wuhan diese Zahlen so massiv nach oben gegangen sind. Eine ist natürlich, dass seit vorgestern die WHO, also die Weltgesundheitsorganisation in Wuhan vor Ort ist. Und die andere ist, dass man jetzt ja die Parteichefs der kommunistischen Partei in der Provinz Hubei ausgewechselt hat heute Nacht oder das zumindest verkündet hat. Und möglicherweise will man jetzt nochmal einen ganzen Schwung von Infizierten und auch Toten in die Statistik reinnehmen, damit die Neuen, nämlich dieser junge Mann hier, der aus Shanghai extra eingeflogen ist, um jetzt hier für Ordnung zu sorgen, damit der gleich mal einen guten Start hat, dass da praktisch so wie bei vielen Unternehmen auch, wenn dann ein neuer Chef kommt, dann verkündet der erstmal ganz schlimme Sachen, dann wird sozusagen im wahrsten Sinne des Wortes fast schon die Leichen aus dem Keller geholt und gezeigt, damit man dann praktisch eine reine Weste hat und sagen kann, okay, jetzt geht es bergauf. Wir werden sehen und es wird spannend sein, wie heute Nacht die Zahlen ausfallen aus China. Aber China insgesamt, wenn wir uns mal anschauen, was da zum Beispiel im Automarkt los ist. Heute wurden die Zahlen veröffentlicht. Da sehen wir, wir sind schon lange sozusagen rückläufig, so um die 10% im Vergleich zum Vorjahresmonat. Jetzt im Januar sind es sogar 20%. Das ist schon eine Hausnummer. Und vor allem, was besonders besorgniserregend ist für die Autokonzerne, ist, dass die New Energy Car Sales, also praktisch Elektromobilität, da ist der Rückgang 54,5%, hängt eben auch mit Steuererleichterungen zusammen, die ausgelaufen sind für diese elektronischen Fahrzeuge. Und alle sind natürlich jetzt, auch die deutschen Autokonzerne, auf diese Elektrofahrzeuge programmiert, haben sich umgestellt, aber die Absätze sinken massiv in China. Das dürfte wirklich nochmal einige Sorgenfalten auf die Stirn treiben. Fitch hat heute gesagt, ja, das, was in China passiert, ist nochmal der nächste Schlag für die Autoindustrie. Das wird sehr, sehr schwierig. Aber da gab es ein Unternehmen aus diesem Bereich, nämlich Tesla. Die haben vor zwei Wochen noch gesagt, nein, 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 Kapitalerhöhung, das machen wir nicht. Und heute, bums, kommt sie, 2 Milliarden Dollar will man aufnehmen, muss man aufnehmen wahrscheinlich sogar. Und die Aktie vorbörslich im Minus, um dann nach oben zu gehen, weil man sich denkt, naja, jetzt hat der Allen 2 Milliarden mehr. Er selber kauft auch Anteile für 10 Millionen. Das kann man sich auch leisten, nachdem man vorher den Kurs so wunderbar im Casino nach oben gepusht hat und damit vor allem die Shortplayer ganz böse erwischt hat. Schauen wir uns mal an, wie die Dinge hier real aussehen. Hier sehen wir den Dow Jones und hier sehen wir die Gewinnerwartungen.
Die waren ja für das erste Quartal 2020, also das laufende Quartal, waren wir letzte Woche noch bei 4,6. Jetzt gehen sie plötzlich immer weiter nach unten. Jetzt sind wir so bei 3,4%. Und man sagt sich, da könnte doch was dran sein, dass das mit dem China-Geschäft ein bisschen schwieriger wird. Aber das liegt weit in der Zukunft. Lass uns die Kugel weiterdrehen. Lass uns Roulette spielen. Das ist doch Musik der Zukunft. Die Musik spielt weiter, auch wenn manch einer sagt, nein, die Musik hat schon aufgehört zu spielen. Es gibt ein paar Warnzeichen dafür, dass die Musik aufgehört hat zu spielen. Zum Beispiel das Auftreten immer mehr sogenannter Hindenburg-Omen. Hat zu tun hier die Hindenburg-Omen mit 52 Wochen Hochs, 52 Wochen Tiefs, jetzt ein bisschen zu komplex, das auszuführen. Jedenfalls gibt es da schon ein paar Warnsignale und wir sehen eben auch, dass zum Beispiel jetzt wahnsinnig viele Optionen gehandelt werden. Wir haben einen massiven Anstieg jetzt seit Jahresbeginn im Optionsbereich auf einzelne Aktien, wie zum Beispiel Tesla. Da sehen wir, wie das nach oben explodiert und wir sehen, dass zum Beispiel hier bei E-Trade, einem amerikanischen Broker, der Retail-Geschäft hat vorwiegend, also Privatkunden, nicht die großen institutionellen, da sind die Umsätze massiv nach oben gegangen, auch weil man jetzt praktisch die Gebühren abgeschafft hat. Und wenn wir uns mal anschauen, ist der Markt abgesichert mit Puts irgendwie, falls mal doch was nach unten kommt, ist die klare Antwort, nein, ist er nicht. Put-Call-Ratio ist praktisch auf neuen Tiefs. Da sind wir jetzt 13% unter dem 200-Tages-Durchschnitt des normalen Put-Call-Ratios. Also es gibt sehr, sehr wenig Absicherungen in diesem Bereich. Was haben wir noch? Haben wir noch was, was ich Ihnen zeigen könnte, wollte? Wenn nein, und das vielleicht eins noch hier, nämlich der Euro, um einmal jetzt in den anderen Bereich zu kommen, nämlich die Devisen, sehen wir, dass der Euro jetzt eigentlich an einer sehr, sehr langfristigen Aufwärtstrendlinie ist. Wenn wir das Ganze bis in die 1990er Jahre, als es den Euro an sich noch nicht gab, aber den EQ, praktisch die Plastikwährung, die nicht real war, also mit der man nicht real bezahlen konnte, aber die gleichwohl gegen Dollar und andere Währungen gehandelt wurde, sehen wir, dass wir hier jetzt genau an dieser Aufwärtstrendlinie sind und auch Gold, das oft signifikant neue Tiefs oder neue Hochs erreicht, zusammen mit dem Euro, weil es natürlich gegen den Dollar gehandelt wird und von Dollarstärke oder Dollarschwäche jeweils beeinflusst wird. Das könnte also auch für die Goldbullen ein wichtiges Ding sein. Aber schauen wir uns die Charts an. Was wir hier sehen, ist der S&P 500. Es ging nach unten bis mittags und dann so langsam das Erwachen der Wall Street. Und dann ist man fein nach oben gelaufen, der Fed sei Dank und der Glaube, dass eben Liquidität über Realität triumphieren kann. Das tut es ja noch, das muss man ja einfach sehen. Die Charts von Capital.com, wir sehen den S&P 500 bei 3380 in dieser Zone, in die wir gestern eigentlich auch schon gewesen sind. Was macht der DAX aus der Story? Der ist heute sogar unter die 3600 gefallen, nur um jetzt bei 13.765 nur knapp unter dem gestern erreichten Allzeithoch zu handeln. China hin, China her, Autoindustrie hin oder her, das scheint nicht wirklich mehr zu interessieren. Wir sehen den Euro nach wie vor massiv unter Druck. 1,0843 waren heute schon ein paar Pips tiefer. Wir sehen Gold, das sich aber gleichwohl hält, dass diese ganze Risk-On-Party nicht mitmachen will als Safe Haven, 1576. Und wir sehen Crude Oil, das sich erholen kann, 51 Dollar. Und 78. Also, das Casino spielt weiter. Die Realität muss und soll draußen bleiben erstmal. Das ist der Stand der Dinge. Fed minus China. Ich wünsche jetzt erstmal einen wunderbaren Feierabend und sag's Servus und